Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich fange jetzt hier mal mit FIFA 18 an und zwar zeige ich euch ein paar Tipps zu dem Transfermarkt zum Beispiel. Es werden auf jeden Fall ein paar Trading-Methoden kommen und natürlich ein paar Sniper-Methoden. Das hier ist jetzt eine Sniper-Methode und zwar ist das morgen Snyderlin. Er ist eigentlich sehr gut, im Moment bringt er sehr viel Geld. Es ist sehr schwer, ihn überhaupt für 2000 zu bekommen. Wie ihr das genau macht, zeige ich euch jetzt kurz. Ihr stellt erstmal ein hier Preisklasse Maximalpreis auf 15 Millionen. Dazu drückt ihr einfach die R2-Taste. Dann geht ihr auf Maximal Sofortkaufpreis auf 2000. Und dann drückt ihr die ganze Zeit auf Suchen. Und das müsst ihr auf jeden Fall ganz schnell machen. X, Kreis, Dreieck. Und dabei noch ein Steuerkreuz nach rechts drücken, um die Zahlen ein bisschen zu verschieben, damit der Markt sich aktualisiert. Das ist sehr schwer und es dauert auf jeden Fall sehr lange. Das habe ich auf jeden Fall sehr lange für gebraucht, um das so richtig schnell zu machen. Einige können es direkt, andere nicht so genannt, ganz schnell. Meine Freundin, die muss halt auch noch ein bisschen lernen, bis sie es richtig schnell schafft. Die hat bei der Devils leider noch etwas. Ja, der Snyderlin ist mindestens 2800 wert. Den kann man, wenn es gut läuft, zwischen 800 und 2000 bekommen, um noch was Gewinn abzuwerfen. Ab 2200 ist kein Gewinn mehr drin, wegen der Gebühr zu EA. Und deshalb lohnt es sich, den eher zu snipern. Einfach 2000 angeben, das überhaupt nicht verändern. Die Maximalpreis mit den 15 Millionen kann man weiter runtergehen, dann wieder hochgehen, um den Markt immer wieder zu aktualisieren, um den zu bekommen. Da muss man richtig schnell sein, um den zu ergattern. Das ist nämlich sauschwer. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar gemacht. Die habe ich auch reingestellt in diesem Video. Das ist ein vorgefertigtes Video, das sieht man natürlich, weil es so schnell ist. Habe ich es nicht mehr geschafft, den zu verkaufen. Da war ein kleines Problem mit dem Transfermarkt irgendwie. Der hatte so ein paar Störungen. Deswegen habt ihr hier nochmal das Bild, wie ich den verkaufen will. Wie viel ich verkauft habe. Ich habe glaube, es waren 7 Stück waren das genau. Ja, die haben auf jeden Fall sehr viel Geld reingebracht. Jetzt habe ich über 60.000 wieder. Ihr seht, ich hatte, wo ich halt angefangen habe, 46.000, so, ja, 46.000, 50.000. Das macht einen Gewinn von 7 Stück sind, ja, 7, 6 Stück sind 12.000 ungefähr, Minimum. Dazu kommt noch die Abzugsgebühr für EA, das ist leider extrem viel dann. Je höher es ist, umso mehr ist es natürlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So kann man schnell Geld verdienen, man kann auch andere Spieler suchen. Ihr könnt selber Spieler suchen, es gibt so viele Spieler, die extrem viel wert sind. Die Franzosen, die Top 9, da sind sehr viele Spieler bei, die auch sehr wertvoll sind. Es gibt auch Silberspieler, die extrem viel wert sind. Ich werde noch ganz viele Videos dazu machen, weil das macht im Moment sehr viel Spaß und ich würde es euch gerne zeigen. Ja, demnächst kommt ein Video zum Traden. Das ist mehrere Spiele einfach kaufen und verkaufen, das geht ganz einfach. Und ja, das werde ich euch auf jeden Fall ganz leicht zeigen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen für mein erstes Video und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Snipen und ja, verdient ordentlich Kohle. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.